Willkommen zum letzten Projekt für den heutigen Tag oder für diese Projekttage. Das Projekt heißt Virtual Presence und es geht darum, dass man vielleicht nicht immer an einem Schüleraustausch teilnehmen kann. Wie man aber trotzdem irgendwie teilnehmen kann, das erzählen euch die Teilnehmer von diesem Projekt. Ja, hallo. Ich heiße Du Hao, ich komme aus Peking, aus China und ich bin Roy. Ich heiße Yohei Yamazaki. Ich heiße Chen Youyao. Unser Projekt heißt Virtual Presence, virtuelle Präsenz. Und es gibt ein Verschalten. Unser Projekt ist eine Idee, fremde Welten zu besuchen, ohne wirklich reisen zu müssen. Eine Möglichkeit, ohne teure Flüge zahlen, andere Kulturen kennenzulernen. Eine Chance, Echtzeitunterricht zu erleben, ohne teuren Schüleraustausch. Und eine Möglichkeit, die Welt zu entdecken für Menschen, die das Krankenhaus nicht verlassen können. Okay, wie wollen wir das realisieren? Dafür haben wir uns das folgendermaßen überlegt. Wir haben heutzutage, was jetzt sehr stark im Kommen ist, die virtuelle Realität. Und wir haben uns überlegt, wieso wollen wir das nur virtuell haben? Wieso können wir nicht diese Brillen nutzen, um tatsächlich zu sehen, wie es an anderen Punkten der Welt ist? Und dafür haben wir uns das so überlegt, dass hier haben wir zwei Geräte. Das eine ist die Person, die die VR-Glasses trägt. Und das andere ist die Person, die uns die andere Stadt zeigt und uns mit in den Unterricht dort nimmt. Unser Austauschpartner quasi. Das funktioniert so, dass wir die Geräte am Anfang kalibrieren, sodass beide quasi in dieselbe Richtung von sich aus gesehen sehen, also nach vorne. Und wenn jetzt die Person in Deutschland oder woanders, die die VR-Glasses trägt, sich bewegt, wie man hier in der Simulation sieht, dann kann man hier unten sehen, wie weit es von dem Wert abweicht, den die Kamera hat. Und dementsprechend kann man dann die Kamera nachjustieren, bis sie wieder in dieselbe Richtung schauen. Zusätzlich zu der Kamera sollen im weiteren Verlauf auch noch ein Mikrofon und so integriert werden, sodass man auch mit den Leuten vor Ort dann reden kann, wahrscheinlich in Englisch, eventuell hat man aber auch Deutsch oder Chinesisch Kurse oder was auch immer für eine Sprache gesprochen wird.